Erst kürzlich war das FabLab, ein Speziallabor an der Fachhochschule Joanneum, erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich. In einer eigenen Hightech-Werkstatt können alle Privatpersonen und Unternehmen Dinge produzieren, wofür sie sonst ein Umfeld wie in einer kleinen Fabrik haben müssen. Für welche ganz speziellen Kunden ist dieses Unterfangen als Idee geboren worden? Ja, das FabLab ist eigentlich für alle da. Also jeder, der sich interessiert für Digitalisierung und vor allem für digitalisierte Produktion, das können Schüler sein, das können Studierende sein, das können interessierte Menschen aus der Stadt Kapfenberg oder aus der Hochsteiermark sein, das können aber auch natürlich Firmen sein, die sagen, ich habe erstens Interesse, das kennenzulernen, ich habe Interesse, meinen 3D-Drucker zu verwenden und mir was zu drucken, das brauche ich vielleicht als Ersatzteil für meine alte Kaffeemaschine. Es könnte aber auch sein für kleine Unternehmen, die sagen, ich brauche für meinen Prototyp mein Gehäuse. Welches Vorwissen ist erforderlich? Vorwissen ist eigentlich grundsätzlich nicht erforderlich. Es gibt ein FabLab-Team, es gibt Öffnungszeiten, man kommt zu den Öffnungszeiten und man wird unterstützt. Wenn man jetzt schon mit dem einen Angerät umgehen kann, kann man natürlich das nächste oder übernächste Mal oder wenn man schon mit dem Wissen kommt, schneller selbst was tun. Die Kommunalpolitik macht einen sehr zufriedenen Eindruck. Interessiert auch Sie in einem ganz anderen Metier tätig eine solche Einrichtung? Ja, definitiv. Also es freut uns sehr, dass wir eben im Smart Lab schon die Möglichkeiten für Studenten geschaffen haben, auf modernstem Niveau zu forschen und dass wir jetzt mit diesem Fab Lab auch Unternehmen die Möglichkeiten geben, dass sie sich da mal herantasten und schauen, was da in Zukunft rauskommen könnte. Also mich persönlich freut es sehr und es ist für mich auch sehr faszinierend, weil ja, es erinnert mich oft teilweise an Area 51. Jetzt die Politik, die Kommunalpolitik braucht man ja für solche Einrichtungen, man braucht, wenn schon nicht die finanzielle, so die ideelle Unterstützung. Ja, genau so ist es. Und wir sind sowohl auf der ideellen Seite der FH verbunden, als auch auf der finanziellen Seite. Und wenn Sie da hier also in die Runde blicken, dann merken Sie sicherlich genau, dass sehr viel Interesse herrscht. Nicht nur von Leuten, die sich auskennen, sondern von solchen, die sich auskennen sollen. Ganz genau so ist es, weil Industrie 4.0 ist im Gange und wird auch nicht aufzuhalten sein und müssen wir auch nicht aufhalten. Wir schauen einfach, dass wir gerüstet sind. Eine Werkstatt für alle. Klingt spannend. Ist es auch. Als FH Joanneum sehen wir uns als offene Hochschule und darum wollen wir unser Labor auch für die kreativen Leute, für die Maker-Generation sozusagen öffnen und bieten an, dass unser Labor, unser FabLab auch für interessierte Leute benutzt werden kann, die Sachen ausprobieren wollen, die neue Produkte herstellen wollen, um damit die Kreativität zu fördern, Startups zu generieren und neue Geschäftsideen zu entwickeln. Ein solches Gleichnis gab es ja schon 2002 in den USA. Ja, die Modelle gibt es schon länger, aber es ist das erste Mal, dass wir das in der Region auch umsetzen. Und hier schaffen wir es wirklich, die Verknüpfung von Forschung. Wir haben Studierende hier, wir haben die Lehre hier, wir haben Industriebetriebe hier und wir haben die Kreativen, die wir im FabLab einladen, zusammen an etwas Neuem zu arbeiten. Wenn jemand bisher in seinem ganzen Wirkungskreis eigentlich mit dem Digitalen nicht viel anzufangen wusste, wird hier eines Besseren belehrt. Ja, gar nicht belehrt, aber das ist eine Riesenchance, Digitalisierung kennenzulernen, nicht nur zu lesen drüber, sondern auch anzugreifen, es vielleicht auch zu begreifen. Und daher ist die Einladung da, das einfach auch auszunutzen und das einmal zu probieren. Jede und jeder ist willkommen.